Klaus-Erich Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Im Ringen um eine neue Regierung in Italien geht es Sergio Mattarella vor allem um eines. Der Präsident will Neuwahlen verhindern. Gestern Abend hat er den Parteien deshalb mehr Zeit für Beratungen zugestanden. Erst wenn sich bis zum kommenden Dienstag keine regierungsfähige Koalitionen finden, dann seien Neuwahlen für ihn das letzte Mittel. Über ein mögliches Regierungsbündnis verhandeln zurzeit die eher miteinander verfeindeten Sozialdemokraten und die Fünf-Sterne-Bewegung. Ellen Trapp in Rom, wo verlaufen denn die Konfliktlinien zwischen diesen beiden Parteien, den italienischen Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne? Nach den gestrigen Konsultationen kristallisierten sich zwei Punkte raus, die ich nur nennen möchte. Zum einen ist es eben, dass die Fünf-Sterne-Bewegung gesagt hat, sie fordern, wenn es zu einer Koalition mit den Sozialdemokraten kommt, eine sofortige Umsetzung der Reduzierung des Parlaments. Das hatten sie bereits mit der Lega auf den Weg gebracht. Das hat die PD so bisher abgelehnt. Sie haben gesagt, sie wollen eine Reform des Parlaments, aber das brauche eben viel Zeit. Und der andere Punkt, der eben von Seiten der Sozialdemokraten kommt, sie fordern von den Fünf-Sternen ein klares Bekenntnis zu Europa. Und das ist ja bei den Fünf-Sternen bislang eher so ambivalent gewesen, gerade so, wie man es eben auch braucht. Um 14 Uhr gehen heute die ersten Verhandlungen los. Die Zeit läuft für beide Parteien. Wenn diese Koalition zustande käme, was bedeutete das denn für die künftige Migrationspolitik Italiens? Naja, es geht von Seiten der Sozialdemokraten um dieses letzte Sicherheitsgesetz, was die ehemalige Regierung von Lega und Fünf Sternen auf den Weg gebracht hat. Das möchte die PD auf jeden Fall wieder einkassieren. Die Fünf Sterne haben dazu gestern nicht wirklich was gesagt. Sie haben gesagt, sie wollen eine andere Migrationspolitik. Und zwar wollen sie die gemeinsam mit der Europäischen Union auf den Weg bringen, auch das Dublin-Abkommen reformieren, gemeinsam mit den europäischen Partnern. Wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, die Migrationspolitik der Sozialdemokraten, die bis vor anderthalb Jahren regiert haben, die war schon relativ rigoros. Also der damalige Innenminister ist weit nach rechts gerückt. Von daher scheint mir das ein Thema zu sein, wo sich beide Parteien auch einigen können. Und das war Ellen Trapp aus Rom zugeschaltet. Vielen Dank. Als Autofahrer kennen Sie das, egal wohin Sie fahren, eine Baustelle nach der anderen. Denn die Straßen in Deutschland sind in keinem guten Zustand. Eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken bestätigt das. Darin heißt es, dass in den letzten Jahren zusammengerechnet mehr als 20.000 Fahrbahnkilometer an Bundesstraßen und Autobahnen erhebliche Mängel aufwiesen. Schlaglöcher, Risse, abgesunkene Gullideckel. Jede Menge Schäden auf Bundesstraßen und Autobahnen. Wie groß der Anteil sanierungsbedürftiger Strecken im Gesamtnetz ist, das wollte die Linksfraktion vom Verkehrsministerium wissen. Aus der Antwort des Ministeriums geht hervor: Jeder dritte Kilometer der Bundesstraßen ist in der Substanz beschädigt, weist also tiefer liegende Schäden auf. Bei den Bundesautobahnen ist es jeder sechste Kilometer. Die Zahlen sind zwar teilweise 4 Jahre alt, doch die Linke sieht die Sicherheit der Autofahrer akut bedroht. Die Bundesregierung trage dafür die Verantwortung. Es ist viel zu lange gespart worden. Das Verkehrsministerium hat immer davon gesprochen, dass erhebliche Summen in die Infrastruktur investiert werden. Aber der Zustand der Straßen ist so, dass man hier klar von einem inakzeptablen Zustand sprechen muss. Mehr Geld solle in die Sanierung der Straßen fließen. Dabei sind die Ausgaben für den Erhalt von Bundesstraßen und Autobahnen in den vergangenen Jahren bereits gestiegen. Von gut 2,7 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf gut 4,4 Milliarden Euro 2018. Für den ADAC hat sich der Zustand der Bundesstraßen und Autobahnen dadurch zumindest nicht verschlechtert. Wenn wir eine längere Perspektive nehmen, dann sind in beiden Bereichen Autobahnen und Bundesstraßen eher eine Stabilisierung ist eingetreten, weil der Bund mehr gehandelt hat, nachdem wir eigentlich eine Phase hatten, wo wir eine rapide Verschlechterung hatten im letzten Jahrzehnt. Laut Ministerium sei es vor allem der zunehmende Schwerlastverkehr, der die Straßen erheblich belaste und Grund für mehr Schäden sei. So wie hier in Niedersachsen sind die Mähdrescher auch in diesem Jahr wieder viel früher auf den Feldern unterwegs gewesen. Der Grund, Hitze und Sonneneinstrahlung lassen das Getreide schneller reifen. Und das, was sich zunächst positiv anhört, das erfüllt allerdings viele deutsche Bauern mit Sorge, denn es regnet einfach zu wenig. Die Trockenheit führt seit Jahren zu Einbußen bei der Ernte, zuletzt besonders im Norden und im Osten Deutschlands.
Eigentlich dürfte man Sebastian Herbst gar nicht sehen, wenn er zu dieser Jahreszeit durch sein Maisfeld in Brandenburg läuft. Denn normalerweise werden die Pflanzen 2,50 Meter hoch. Nicht in diesem Jahr. Verkümmerte Maiskolben, bereits das zweite Jahr in Folge. Wir können gar nicht zufrieden sein. Wir haben letztes Jahr 40% weniger geerntet zum langjährigen Mittel und dieses Jahr 30% weniger geerntet. Der Regen hat das ganze Jahr gefehlt. Doch nicht überall ist es so trocken wie in Brandenburg. Die Erntebilanz des Deutschen Bauernverbandes fällt dementsprechend besser aus als im Vorjahr. In diesem Jahr haben die Bauern rund 45 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Das waren zwar 30% mehr als im Dürrejahr 2018, aber ein Minus von 6% im Vergleich zum Schnitt der 5 Jahre zuvor. Deutschlandweit also kein schlechtes, sondern nur ein leicht unterdurchschnittliches Erntejahr. Allerdings mit großen Unterschieden. Wir haben hohe Ausfälle bei der Ernte, bei Weizen beispielsweise, in Mitteldeutschland, in Ostdeutschland und auch in Teilen Norddeutschlands. Anders als im Vorjahr will der Bauernverband in diesem Jahr auch keine staatlichen Hilfen fordern. In Brandenburg fürchten sie unterdessen, dass auch 2020 wieder ein schlechtes Erntejahr wird. Der Boden ist eben völlig ausgetrocknet. Die Internet-Videoplattform YouTube hat 210 Kanäle gesperrt. Sie sollen Fehlinformationen über die Proteste in Hongkong beinhaltet haben, mit dem Ziel, Stimmung gegen die Aktionen der Demokratiebewegung zu machen. In einer Mitteilung des YouTube-Eigners Google heißt es, die Videos seien koordiniert hochgeladen worden. Bereits Anfang der Woche waren Zehntausende von Konten auf Facebook und Twitter mit dem Verweis auf eine chinesische Kampagne gesperrt worden. Im UN-Sicherheitsrat haben sich Russland und die USA gegenseitig vorgeworfen, ein Wettrüsten anzuheizen. Der stellvertretende russische UN-Botschafter Poljanski führte dafür den Test einer US-Mittelstreckenrakete am vergangenen Sonntag an. Dies zeige, dass die USA bereit für einen neuen Rüstungswettlauf seien. Der US-Diplomat Cohen wies die Äußerung zurück, Russland und China würden selbst unvermindert Aufrüstung betreiben. Der linke SPD-Flügel plädiert schon länger dafür. Jetzt macht sich der kommissarische Parteichef Schäfer-Gümbel erneut für eine Wiedereinführung der 1997 ausgesetzten Vermögenssteuer stark. Wer überdurchschnittlich von der wirtschaftlichen Lage profitiert hätte, sollte einen größeren Beitrag für Investitionen leisten, sagte Schäfer-Gümbel der Rheinischen Post. Vorgesehen sei ein Steuersatz von 1%. Die so erzielten Einnahmen lägen bei 10 Milliarden Euro jährlich. Schäfer-Gümbel will sein Konzept am Montag dem SPD-Präsidium vorlegen. Die Notenbankchefs dieser Welt treffen sich jedes Jahr im US-amerikanischen Jackson Hole und diskutieren dort über die künftige Geldpolitik. Und aus dem Kreis der europäischen Notenbanker kommt inzwischen der Vorschlag, auch Aktien mit Notenbankgeld zu kaufen. Bettina Seidel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt? Es ist durchaus denkbar. Vorbilder dafür gibt es nämlich. Die Schweizer und die japanische Notenbank machen das bereits. Und neulich kam so ein Vorschlag eben auch aus den Reihen der EZB. Vielleicht würde sich ja damit die Diskussion um Strafzinsen etwas beruhigen. Es würde aber auf jeden Fall die Aktienmärkte befeuern, wenn so ein großer Käufer wie die EZB Aktien kauft. Die Idee, die dahinter steckt, durch steigende Kurse können Unternehmen, die neue Aktien ausgeben, mehr Geld ins Unternehmen holen und damit dann mehr investieren. Das mehrt den Wohlstand der Gesellschaft und kurbelt den Konsum an. Aber die Gefahr einer Blasenbildung steigt dadurch eben auch. Crashgefahr inklusive. Kurzfristig hofft man aber an der Börse auf noch mehr Geld von den Notenbanken. Der DAX legt heute zu um 0,4% auf 11.798 Punkte. Mal sehen, ob die Notenbanker in Jackson Hole tatsächlich irgendwas etwas in der Art andeuten werden. Bettina Seidel von der Börse in Frankfurt. Dankeschön. Schulbildung gilt als eines der wichtigsten Mittel im Kampf gegen Armut, besonders in Afrika. Doch dort warnt das Kinderhilfswerk UNICEF, richten sich gewalttätige Konflikte immer häufiger auch gezielt gegen Schulen und Lehrer. So habe sich in West- und Zentralafrika die Lage deutlich verschlechtert. Dort waren laut UNICEF Ende Juni mehr als 9000 Schulen geschlossen. Betroffen sind fast 2 Millionen Kinder. Schüler liegen auf dem Boden. Ein bewaffneter Angriff, rufen die Lehrer. Es ist zum Glück nur ein Theaterstück. Doch viele hier im Grenzgebiet zwischen Kamerun und Nigeria haben das Gespielte schon einmal erlebt. Wissen, wie es ist, als Kind im Krieg. Die Kämpfer kamen in der Nacht. Sie sind mit Waffen in unsere Häuser rein und haben Feuer gelegt. Auch unsere Tiere haben sie verbrannt.
In den bewaffneten Konflikten West- und Zentralafrikas werden Schulen, Schüler und Lehrer immer häufiger zu Zielen, gerade von islamistischen Gruppen. Mehr und mehr Schulen sind zu, fast 2 Millionen Heranwachsende seien betroffen, sagt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Insgesamt würden in der Region damit mehr als 40 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen. UNICEF appelliert an die Welt, nicht wegzuschauen. Wir brauchen Geld, aber wir müssen auch darauf drängen, dass die internationale Gemeinschaft Prioritäten setzt für Frieden, Sicherheit und Bildung. Alles müsse dafür getan werden, dass in Afrika keine verlorene Generation heranwachse. Immerhin, diese Kinder im Norden Kameruns werden jetzt per Radio aus der Ferne unterrichtet. Jede Notlösung besser als gar keine Schule. Der 23. August ist ein Schicksalstag im Baltikum. Heute vor genau 30 Jahren demonstrierten dort Millionen von Menschen für ihren Zusammenhalt und die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Der Baltische Weg ist die längste bekannte Menschenkette der Geschichte mit rund 2 Millionen Teilnehmern. Sie reichte vom estnischen Tallinn über das lettische Riga bis nach Vilnius in Litauen. Insgesamt eine Strecke von etwa 600 Kilometern. Eine Linie auf dem Asphalt markiert die Stelle, wo vor 30 Jahren die Menschen gestanden haben, auch hier in Riga. Am Vormittag legen die Ministerpräsidenten Estlands, Lettlands und Litauens Blumen am Freiheitsdenkmal nieder. Rund 2 Millionen Menschen demonstrierten am 23. August 1989 in der damaligen Sowjetunion für Freiheit und die Unabhängigkeit ihrer Länder. Die Menschenkette, auch eine logistische Meisterleistung. Sandra Kalnyte, die später Außenministerin und EU-Kommissarin Lettlands wurde, gehörte damals zu den Organisatoren. Man kann sich vorstellen, wie das ist, wenn sich eine so riesige Menge an Menschen in Bewegung setzt, mit Autos. Ich erinnere mich noch gut an den Nachmittag, als es langsam auf 19 Uhr zuging. Da wurde ich immer nervöser und nervöser. Um 19 Uhr wurde die 600 Kilometer lange Kette geschlossen. Wenige Monate später fiel die Berliner Mauer. 1991 erlangten die drei baltischen Staaten ihre Unabhängigkeit. Europa veränderte sich bis heute. Für die Zukunft kann man lernen, dass durch eine gerechte Sache, durch den Willen der Bevölkerung auch etwas gewaltlos erreicht werden kann. Noch bis in den späten Abend hinein wird in allen drei baltischen Staaten an den 23. August 1989 erinnert. Und hier sind noch die Wetteraussichten. Heute überwiegend sonnig, an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Dort 20 Grad, im übrigen Land bis zu 30 Grad. Und das war die Tag.